So, Leute, grüßen mich, meine, jetzt kommen wir zurück zu Watch Dogs. So, ich habe jetzt endlich das Problem hier mit dem... Oh. Ja, kommen Sie her. Benutzen Sie den Profile, um potenzielle Belohnungen fürs Hacken zu finden. Business Manager für Quinn. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Okay, hier ist eine Kamera. Bekam kürzlich Gehaltserhöhung. Beruf Officer bei der Polizei. Einkommen 48.700. Alter 23. Sag mal, was zum Teufel? Sergeant. Mitglied der Black Viceroy Gang. Bekommt Schlafmittel verschrieben. Diagnose Parkinson. Mitglied der Black Viceroy Gang. Business Manager für Quinn. Verkaufte neueste Struktur für 12 Millionen Euro, okay. Schütze. Mann, das ist doch verrückt, wir haben Rechte! Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Okay. Okay. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abnehmen. Ich stehe hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Bad Boy 17. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Hey, Sie Alan? Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Gut, dann wir ersten Schritt ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Ihr wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Oh. Das kann ich nicht. Was? Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Security-Freigabe im Stadion. Das wird gib mir Barry. Ja, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Das ist ein Notfall. Okay. Wow. CTOS. Counter-Terrorist Operating System. Okay. Sorgen Sie für einen Stromausfall. Ja, wie? Oh. Ach so, ich hab schon das. G. Oh mein Gott, ey, wie geil ist das denn? Wow. Okay. Ach so, jetzt kann ich es nicht hacken, weil Stromausfall ist. Witzig, witzig. Okay. Missing. Wo bist du, Johnny? Was? Weg. Habt ihr Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss... Da ist gerade ein Hockenkopf vorbeigerast. Krass, ist das geil da. Und jeder andere hat ein... Seit kurzem Single. Geht zu Computerspielkonferenzen. Hat alle Kreditkarten gekündigt. Schickt Geld nach Übersee. Witzig. Ist es witzig? Alter Schwede, hat Marihuana verschrieben bekommen. Ist klar. Plant Reise nach Washington DC. Wenn die Polizei sucht, verlassen sie den grauen Kreis auf der Minikarte, um sie abzuhängen. Okay. Und wo soll mein Auto sein? Oh, oh. Kauft regelmäßig Elektronik online. Kauft häufig Kondome.
Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei, okay. Ey, jetzt muss man mal echt sagen, also hier die Grafik, die schaut ja echt, die schaut ordentlich aus. Die schaut ordentlich aus. Alles klar. Also, du. Fahren. Wenn man ein Fahrzeug, wie man ein Fahrzeug steuert. Handbremse nach hinten umsehen, Kamera wechseln. Ah, okay. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Okay. Warte mal, was? Was kann ich denn da machen? Was hat dieser Streifen da vorne? Ach, das ist eine Polizeiabsperrung. Okay. Wow. Ich möchte jetzt hier nichts unnötig zu Schrott fahren. So. Ja, geil. Flucht erfolgreich. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Tja. Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Was? Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Oje. Okay. Drücken Sie M, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie dann, um ein GPS. Sie können bei Schnellreisen ein beliebigen Versteck reisen. Okay. Ja, das war mal. Aber mein Auto ist noch ganz, ne? Ah, verstehe. Schaltet interessante Orte frei. CTOS-Turm. Erreichen Sie den Fuß des Turms und installieren Sie eine Backdoor, um Aktivitäten. Okay. Verstehe. Und wo ist jetzt mein Versteck? Ach so, erreichen Sie Ihr Versteck. Yeah, erste Person. Kann nicht hupen. Okay. Autsch. So. Oder sollen wir... Wartet mal. Alles klar. Eine Mischung aus Mercedes-Benz und BMW. Aber mal ernsthaft. Mischung aus Mercedes-Benz und BMW. Sehr schön. Ich hack jetzt mal diesen Turm da. Bevor ich jetzt speichern gehe. Wie komme ich an den Turm ran? Okay, das wollte ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Ah. Oh nein. Verdammt. Hä? Wie komme ich da rüber? Nein, bitte. Entschuldigung. Hä? Splöt? Ich verstehe es nicht. Oder... Was ist das für einer? Wurde verhaftet, weil er einen Star gestalkt hat. Computer-Ingenieur. Ach, spielt er so ein Augmented Reality-Spiel, oder? Ja, schade. Ah! Ah, okay.
Cool, cool, cool. Okay. Tja. Moment mal. Ah. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Und jetzt? Okay. Okay. Oh mein Gott. Okay. Neue Sammelobjekte, neue Untersuchungsergebnisse, neues Versteck, Fortschrittsrad öffnen. Was? Was? Privatsphäreneinbruch beenden, um das Fahrzeug Vespeed in den Autoabruf-App. Okay. Okay. Ah ja. Ah ja. Untersuchungen. Ach je. Okay. Wow, alter Schwede. Online-Aufträge, Minispiele, Poker, Minispiele, Hütchenspiel, Trinken, Cash and Run, Schach. Oh mein Gott. Nebenmission, Verbrecherkonvois, heilige Scheiße. Alles klar. Bezirk freigeschaltet. Ach so, wahrscheinlich hier den. Wahrscheinlich. Ach, hier kann ich den nächsten CTOS-Turm freischalten. Wow, das Ding ist ja echt relativ groß. Okay, okay, okay. Okay. Ja, gut, dann, Ups. So, jetzt können wir aber zu unserem Versteck gehen. Okay, ich höre mal gar nichts. Also entweder ist dieses Spiel leise, leise, leise. Oder ich bin schwer... Boah, habt ihr den Drift gesehen? Geil. Ampeln, ich kann die Ampeln hacken. Ach. Bekommt dann quasi jeder grün. Ich verstehe. Das Owl Motel. Sprung. Sprengen. Okay. Ich habe jetzt schon so provokant mein Auto drüber gestellt, aber ich will mein Auto jetzt nicht wegsprengen. Kann ich das hier irgendwie hacken? Was? Ich kann eine ATM-Maschine nicht hacken? Ach, seid ihr schlecht, ey. Das ist einfach nur schwach. Schwach ist es. Wer bist du? Salazar Carla. Allergisch gegen Muscheln. Fensterputzerin. Das ist ein ziemlich cooler Beruf eigentlich. Okay. Klassiker. Die Hackerbude. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Shit. Erreichen Sie Ihr Versteck.
Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Wenn wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Mhm. Skillpunkt erhalten. Warte. Nein! Oh mein Gott, Tore und Garagen. Halte Q für Toren und Garagen. Okay. Okay. Cool. Verfügbare Skillpunkte. Ich habe ja noch 5 frei. Zusatzakku fügt ein extra Energiefeld hinzu. Ach so. Ja. Nein, 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 nein. Oh, fahren. Schaltet automatisch den Fahrzeug und öffnet die Türen. Okay. Ja, 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 ja. Nee, nicht unbedingt. Hergestelltes. Okay. Ich habe noch 3. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Jamcoms. Splittergranate. Okay. Kampf. Okay. Ist auch cool. Okay. Aber Hacken ist, glaube ich, auch richtig geil. Poller. Oh mein Gott! Bitte Hochbahnsteuerung. Okay, Poller ist geil. Das ist geil. Okay. Am Ende des 8. Mission beendet. Und da kann ich mich jetzt ausruhen, oder was? Erhalten XP 100. Gehe schlafen. Ruhen Sie sich in Ihrem Verstecken aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit, Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Mission nicht verfügbar. Ja. Ach, ich kann da sogar die Zeit einstellen! Witzig. Ja, ich schlafe auch einfach mal mit komplettem Anorak und allem drum und dran. Pony? Oh je, da ist der Maurice. Hässlich. Sehr hässlich. Sehr, sehr hässlich. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hatte euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei Watch Dogs mit mir dabei seid. Mein Name ist Felix, danke für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi!